Okay, checken wir das mal hier. Wir haben versagt. Ich habe versagt. Die Klingen haben geschworen, den Kaiser zu schützen. Und jetzt sind er und all seine Erben tot. Das Amulett, wo ist das Amulett der Könige? Bei der Leiche des Kaisers war es nicht. Ja, der Kaiser hat mir das gegeben. Merkwürdig, er hat etwas in euch gesehen, hat euch vertraut. Es heißt, es ist das Drachenblut, das in den Adern der Septime fließt. Sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche. Das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs. Die meisten denken an die Krone des Roten Drachen, aber das ist nichts als Geschmeide. Tja. Das Amulett hat Macht. Es heißt, nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen. Er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben. Sagte er warum? Ja, er erwähnte so ein Joffrey und einen Sohn und da soll ich das mal hinpacken. Joffrey? Das hat er gesagt? Warum? Ja, wegen so einem Thronerben. Ansonsten weiß ich, was der Typ labert hier den ganzen Tag. Nie gehört, aber Joffrey müsste das wissen. Er ist der Großmeister meines Ordens. Auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet, wenn ihr ihn seht. Er lebt friedlich als Mönch in der Venon-Priorei, in der Nähe von Koroll. Okay, und wie komme ich da hin? Als erstes müsst ihr hier herauskommen. Diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen, am versperrten Tor vorbei. Dort gehen wir hin. Das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus. Oder war zumindest einmal geheim. Hier, ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen. Abwasserkanäle. Ich soll jetzt hier also tatsächlich hier durch die Abwasserkanäle latschen. Naja, gebt mal Report. Was geht da ab? Dort gibt es Ratten und Goblins. Aber nach dem zu urteilen, was ich von euch gesehen habe, seid ihr ein erfahrener Mönch. Habe ich recht? Nee. Mönch bin ich hier garantiert nicht. Ja, okay, jetzt müssen wir hier unsere Klasse erstellen. Okay, gut, Quest erledigt, alles klar. So well. Okay, wir hätten jetzt hier natürlich einiges an verschiedenen Modellen zur Auswahl mit einer verschiedenen Spezialisierung, aber wie immer machen wir es uns selbst. Das klang jetzt falsch, aber wir erstellen uns unsere eigene Klasse. Okay, also wir bekommen 10 Punkte Erhöhung auf die verschiedenen Fähigkeiten der Hauptattribute. Beim Kampf bekämen wir ein grundsätzliches plus 10 auf Athletik, Hieb- und Stichwaffen, Blocken, Schlagwaffen, Nahkampf und schwere Rüstung. Bei Magie wäre der Bonus bei Alchemie, Veränderung, Beschwörung, Zerstörung, Illusion, Mystik und Wiederherstellung eben die Magiedisziplin. Bei der List, da sind wir, wo wir hinwollen. Da haben wir leichte Rüstung, Schütze, Kaufhandel, Sicherheit, Schleichen und Überredungskunst. Mit diesen Fähigkeiten können wir sehr gut durchs Spiel kommen. Also, wählen wir 2 Hauptattribute. Die bekommen ebenfalls nochmal plus 5. Ja, was genau nehmen wir da? Mit der Willenskraft hier. Die Willenskraft ist maßgeblich dafür da, wie wir die Mana regenerieren und die Ausdauer auch. Und das ist natürlich für die Fähigkeiten Zerstörung, Veränderung, Wiederherstellung in den Zauberdisziplinen bevorzugt die das auch. Aber auch generell die Mana-Regeneration bringt uns hier was. So, was haben wir hier bei Geschicklichkeit? Hier, da hätten wir Schnelligkeit, Schleichen, Schießen. Das wäre natürlich gut. Dann Konstitution. Konstitution, Waffenschmiedekunst, Blocken, schwere Rüstung. Ja, das ist eigentlich mal definitiv nicht unser Gebiet. Persönlichkeit, Wortgewandtheit, Handelsgeschick, nee, das sind wir auch. Glück, es geht ja auf alles. Stärke, Intelligenz, Alchemie, Beschwörung, Mystik und die Intelligenz setzt natürlich auch unseren maximalen Magiewert fest. Stärke, ja, halt natürlich Waffenfähigkeiten.
Die Tragkraft ist bei der Stärke dabei. Geschicklichkeit, ja. Sicherheit, Schleichen, Schießen. Das sind natürlich unsere Attribute. Ja, genau, die nehmen wir. Da haben wir Magiebonus. Und unsere Hauptfähigkeiten sind damit bevorzugt. Mal ganz davon abgesehen, da wir diese Fähigkeiten auch verwenden und damit auch gut trainieren können. Sicherheit, Schleichen, Schießen. Das nehmen wir in die Hauptfähigkeiten oder in die Hauptattribute. Jetzt wählen wir 7 Hauptfähigkeiten. Okay. Ja, und da beginnen wir dann jeweils in die Stufe 25 in der Lehrlingsstufe. So, da haben wir jetzt die Qual der Wahl. Zum einen sollten wir hier natürlich Dinge nehmen, die wir gut trainieren können, damit wir schnell in die Level steigen. Zerstörung und Schütze ist da natürlich dabei, genau wie Schleichen. So, da wir leichte Rüstung tragen werden, sollten wir auch die leichte Rüstung wählen. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 verbraucht, noch 3 sind übrig. Wortgewandtheit, Veränderung, was wäre eine magische. Ja, schwierig, schwierig. Mystik, Nahkampf. Der Nahkampf nochmal, eigentlich nicht. Mystik wäre. Nee. Beschwörung vielleicht. Beschwörung ist ja auch eine mächtige Fähigkeit. Ja. Beschwörung. Sichert uns die Distanz, wenn wir jetzt irgendeine Kreatur beschwören? Können wir den Gegner damit auf Abstand halten? Und ihm weiterhin mit dem Bogen oder anderen Dingen zusetzen? Beschwörung nehmen wir auf jeden Fall. Denke ich doch mal. Puh, der Rest. Vielleicht noch. Ja, Wortgewandtheit wäre cool, aber vielleicht noch Wiederherstellung, weil das lässt sich auch leicht trainieren. Wenn wir uns immer selbst heilen. Ja, nehmen wir. So, jetzt müsste noch eine übrig sein. Ah, ist echt schwierig, weil sehr wichtig. Alchemie, genau. Ja. Zaubertränke, Selbstfotos selbst machen. So, ja, die körperlichen Attribute haben wir jetzt ja eigentlich mit der Einstellung echt vernachlässigt, aber wir bleiben auf Distanz. So, wie nennen wir das Ding? Ja, der Einfachheit halber sollten wir es nach uns benennen, oder? Hehe. Ja, das tun wir auch. Ja, wir möchten diese Klasse erstellen. So, jetzt noch kurz abchecken, dass diese Klasse auch gewählt ist. Jawohl. Ja, das war's.